Ich habe in der Zwischenzeit mal nochmal ein Zettelchen gezogen und versuche jetzt mal in die Richtung Mobilität zu gehen. Die Claudia wünscht sich von dir zu wissen, wie du denn ändern magst, dass man 30 Minuten braucht, um die erste Bahnstation zu erreichen. Offensichtlich meint sie damit im Erftkreis. Ja, das ist ein Problem, liebe Claudia, was mir auch aus der Seele spricht. Ich pendel selber beruflich nach Köln. Jetzt zu Corona-Zeiten muss ich nur noch einmal die Woche nach Köln fahren und nicht mehr 5 Tage die Woche. Wir haben Heimarbeit, dankenswerterweise. Können wir vielleicht gleich auch noch zum Thema Digitalisierung. Bei Heimarbeit kann ich, ach, da kann ich was erzählen. Ich erinnere dich gleich dran. Ja, ansonsten, wenn keine Fragen kommen, dann gehe ich drauf ein. Wir haben ohne Ende Fragen, mein lieber Aaron. Aber worauf die Claudia hinaus möchte, ich selber, wenn ich mit dem Zug, wenn er fahren würde, nach Köln fahren möchte, muss erstmal 1/4 Stunde mit dem Auto zum Bahnhof fahren. So, ohne Auto wäre das 1/2 Stunde mit dem Fahrrad. Oder analog 20 Minuten mit dem Bus. Du lebst in Bedburg. Ich lebe in Bedburg. Ja, okay. Mhm. Also eigentlich gar nicht so schlecht angebunden. Aber ich muss erstmal eine Ewigkeit fahren, bis ich an der nächsten Bahnstation bin. Und das nur, weil ich ein Auto habe. Wenn man mal versucht, nur mit dem öffentlichen Personennahverkehr von meinem Wohnort nach Köln zu kommen, ist man fast 2 Stunden unterwegs. Und wir leben 40 Kilometer, quasi einen Steinwurf von Köln entfernt. So, und deswegen ist es ganz wichtig, dafür zu sorgen, dass Menschen einen besseren Zugang zur Schiene haben, das heißt mehr Schiene, höhere Frequenz, aber auch einen besseren Zugang von zu Hause zur Schiene haben, also auch mehr Busse. Hast du denn den Eindruck, dass es zu wenig Schienen gäbe? Ja. Ja. Mhm. Also wir haben im Vergleich zu der Zeit, wo die Bahn privatisiert worden ist, 1994, Bahnreform, im Vergleich zu dem Zeitpunkt haben wir heute nur noch 85% der gesamten Schienenstrecken. Das heißt, seit der Privatisierung sind Schienen zurückgebaut worden, stillgelegt worden. Aber der Bedarf steigt. Immer mehr Menschen möchten ihr Auto stehen lassen. Dann müssen wir aber auch Alternativen zur Verfügung stellen. Wir müssen das auch noch möglich machen, das Auto stehen zu lassen. Da brauchen wir Schiene. Immer mehr Unternehmen möchten ihre Logistik von der Straße auf die Schiene nehmen. Ist ja auch günstiger. Aber die Infrastruktur ist nicht da. Oder liegt einfach nur brach und wird nicht genutzt. Ja. So, und da ist ganz klar eine Schienenoffensive angesagt.